Du hast Wundererbsen erhalten. Finde einen Fleck in weicher Erde und drücke C, um die Erbsen zu pflanzen. Wer weiß, was die Erde hervorbringen wird. Eine Bohne. Du kannst sie jederzeit pflanzen, aber wenn du sie nicht gießt, wachsen ihre Blätter nicht. Ein Glück habe ich eine Flasche Wasser mit. Ja. Nein. Die nicht so benutzt. Nee, die wollte ich auch so nicht benutzen. Ich wollte... Ach, guck mal. Das kann ich anscheinend nur als... Nee. Also ja, schon, aber ich meine jetzt... Aha, ja. Boah, finde ich gut. Ja? Ja? Nee, schon mal. Okay. Du musst dir aber gleich sowieso noch neue kaufen. Jetzt wie Harvest Moon, wa? Schon. Ach ja, auch so ein schönes Spiel. Haha, wer ist der Pro? Link ist ein hervorragender Gärtner, wa? Sollte ich? Nein, oder? Obwohl. Okay, macht sie automatisch, das ist schön. Das ist sehr schön. Und jetzt weißt du, was du pflanzen willst. Ich will dich haben, Mann, nein. Fuck. Springt der noch von der Truhe runter? Ein roter Rubin! Dieser Edelstein ist so viel wert wie die 20 grüne Rubine. Das ist nicht wenig. Es ist immer so, dass gerade Rubine aus Kisten so ein Energiefeld drum haben. Generell, die ganzen Items sehen aus Kisten dann nochmal extrem gehypt aus, wenn man so will. Also die sehen dann schöner aus, als sie eigentlich sind. Aber natürlich. Ja. Yep. Und deshalb brauche ich mir noch mehr Bohnen. Was? Ja, das ist ja wieder. Ich wollte fragen, und deshalb brauche ich noch mehr Bohnen? Fallschaden? Ach, abrollen, natürlich ist es. Ja. Link. Also du ich habe die Wasser Platte berührt, wa? Ja, die fliegt jetzt und kommt dann wieder. Nee, du musst jetzt nochmal eine Bohne kaufen und Wasser mitnehmen. Mit dem Kopf ins Wasser. Oh ja. Ja, das habe ich schon mal vorgelesen. Aber warum denn noch eine Bohne? Ja, weil du die brauchst. Ja, definitiv würde ich... Möchte ich mir auch ein paar Wundererbsen kaufen? Für 10 Rubine sind sie geil. Habe ich immer noch einen Gewinn von 10 Rubinen. Ja. Ja, auch das habe ich schon wieder vorgelesen. Ein schönes Lächeln, das Link da hat. Ich habe das auch schon mal gesagt, tut mir leid. Ein schönes Lächeln, das Link da hat. Oh ja. Ja, nee, du musst jetzt... Nein, was tust du? Du brauchst nicht? Das Wasser noch. Schade, ich dachte, ich kann jetzt die Pflanze gießen, damit sie größer wird. Nein, das bringt überhaupt nichts. Ah, okay, danke. Du brauchst das Wasser jetzt woanders. Nein, du kannst sie auch nicht im Wasser pflanzen. Ich wollte eigentlich das hier. Hä? Okay. Ah, okay. Genau. Es ist sehr gut geeicht, dieses... Eigenwillig, ja. Du hast... und so weiter. Ja, das ist sehr gut geeicht, dieses Analog... der Analogstick. Und jetzt lass dich fahren. Oh mein Gott, es sneakt weiter. Pirscht sich von hinten an. Und nein! Aha, ein Eindringling! Manu! Bling. Hättest du was gebracht? Nein. Manu! So, und jetzt musst du. Wohin? Nicht so. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich den Analogstick berühre, das Wasser verkippe. Tja, du brauchst jetzt die Dekomaske und musst nach rechts über die Wasserfelder, Digga. Ach, guck mal, ich kann... Ja. So. Das ist ja cool. Ach so, ja, ich weiß. Hoppla. Ach, über die Wasserfelder hier. Genau. Ach, genau. Ja, Link. Ja, wieder mal. Das brauchen wir. Definitely. Ja. Nee, nicht da lang. Da musst du später lang. Nein. Warum hat er denn nicht in die Richtung? Ups. Ah, ist ja voll geil. Ja, Zelda verzeiht dir ja die Ausrutsche.
Identikinus. Totgedreht. Guck an! Ja. Warum man das als Deko nicht einpflanzen kann, ist mir zwar schleierhaft, aber naja. So holt sich klobige Finger, er kann die Bohne damit nicht so sanft anfassen, als dass es als Pflanzen. Also im Manga hat er richtige Finger, ja? Vielleicht hat er auch einfach keinen grünen Daumen. Als Pflanze keinen grünen Daumen? Also ich bitte dich, ja? Tja, dann ist er vielleicht Fehlgeburt an Pflanze. Ah, natürlich. Das erklärt alles. Ja. So einiges. Aha. Und immer dieser gleichbleibende Gesichtsausdruck von Link. Faszinierend. Nein, vorhin hat er gelächelt, als er was gekauft hat. Besonders schlimm ist der Skyward Sword. Der grinst, dauergrinst, wenn er da Sachen bekommt. Gut gemacht, Link. Du musst wieder runter und wieder rauf. Natürlich. Ja. Nee, aber das scheint da irgendwie, ja, total heiß, also richtig high. Fröhlich. Ja, er ist zu fröhlich in Skyward Sword irgendwie über das Bekommen, Erhalten von Dingen. Ach, gucke an, wo wir hier sind. Hier kommt man dahin. Ne? Ja, nein. Ich glaube, du wirst ein paar tausend Mal runterfallen. Ach, Quatsch. Oh Gott, na okay, dann doch vielleicht. Ja, du sollst jetzt über deren Köpfe hinweg schweben. Na, das ist kein Ding, aber ich falle wahrscheinlich bei dem Ding da runter. Bei dem da. Nee. Bei dem da. Ja, mach einfach mal. Wird schon schief gehen. Haha, wird's auch. Ich habe völliges Vertrauen in dich. So, jetzt musst du aber erstmal den Typen dort links erledigen. Und ich glaube, ich sollte sowas nicht mehr sagen. Sonst wird es nicht mehr so lustig, oder? Du kannst. Ja, fast. Hohoho, weißt du. Ja. Tja. Dass Blasen so wehtun können. Ja. Nichts Falsches denken, bitte. Das ist wenig Platz. Ja. Oh ja, auf jeden. Oi. Ja. Bleib stehen. Ja. Souverän gemeistert. Und das ist der nächste Deku, den ich irgendwie nicht mag. Aber den du souverän erledigt hast. Aber natürlich. So muss ein Profi ran. Also, ja. Sowas in der Art wie ein Profi. Danke. Vielen Dank. Ach ja. Und übrigens, es würde dich ja freuen zu hören, dass das erst der erste Teil dieses. Das dachte ich mir fast, weil es gibt ja noch die zweite Seite. Genau. Ja, das war mir fast klar. Mann, ich muss echt aufhören zu spoilern. Das wäre mir aber, wie gesagt, fast klar. Ja gut, okay. Bam, ich habe eine Flasche fallen lassen. Ja, like a pro. Auch du hättest sie fallen lassen. Ja, klar. Ich als Profi. Mhm. Auf jeden Fall. Wie der Sunflare durch die Mauer hindurch scheint. Ja, das ist nur genial. Für Link. Ich meine, er wird beschieden von der großen... Nee, Link scheint. Ja, stimmt, Link. Link ist auch... Eine göttliche Erscheinung. Das ist cool, man kann Nüsse abschießen. Ja. Dass sie an sowas gedacht haben. Oh ja. Ah ja, die Kamera bloß nicht ein bisschen höher platzieren, weißt du? Nee. Kann ich das irgendwie? Nein, kann ich natürlich nicht. Oh ja. Gegen die Blume kämpfen. Oh ja. Blumen sind sehr böse. Genau, ich kann ja noch drehen. Wobei, in der Zelda-Welt sind Blumen wirklich böse. Das war knapp. Also. Knapp. Ach, das war perfekt aus. Nein, ich bitte dich. Nach des ersten Tages. Es verbleiben 60 Stunden. Ja, da war ja was. Ja, naja. Die Apokalypse kann auf sich warten. Ne? Das war vielleicht ein bisschen dumm, genau hinzufliegen, wenn es wegfliegt, aber... Egal. Realistisch und so. Aha.
Tja, Mensch, hast du es ja gleich geschafft. Jetzt fahre ich mir jetzt runter. Kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Bei meinem Luck. Bad Luck. Ja. Yep. Vor allem sehe ich nichts. Jetzt. So, jetzt musst du aber erstmal warten, weil das fliegt erstmal hoch und dann wieder runter. Das habe ich ja. Ich weiß, eine Palme hat es vorhin auch schon hochgeflogen. Ja, klar. Stimmt. Ich wäre auch nicht jetzt losgeflogen oder vielleicht wäre ich das, aber ich bezweifle das. Ja. Yep. Jetzt ist aber ein guter Zeitpunkt. Schon? Ja. Aber jetzt auch. Und jetzt. Naja, wie auch immer. Hauptsache, du erreichst es noch. Tja. Ach ja. Ich bin halt, tja, ich bin nicht einmal runtergefallen, also nicht runtergefallen. Oh ja, ja, ja. Tja. Mensch, wenn du das Spiel durch hast, musst du mal in absehbarer Zeit da bei unserem kleinen Time-Attack-Battle mitmachen. Und du bist zu spät abgesprungen. Naja, ich bin gar nicht abgesprungen. Ja, ja, genau. Nee, weil unser baldiges Zusatzmitglied, was ebenfalls kommen wird, aber noch nicht verraten wird, wer und so. Okay, ihr kennt ihn ja sowieso nicht, ist klar. Ihr könnt seinen vollständigen Namen nennen, seine Sozialversicherungsnummer, seine Adresse, alles und keiner will ihn kennen. Ja, das stimmt, stimmt. Auf jeden Fall ist er genauso ein Zelda-Freak wie ich, vielleicht ein bisschen weniger, aber auch sehr Zelda-nerdig, ja. Und wir werden gegeneinander ein Let's-Time-Battle, wenn man so will, machen. Wer schneller durch Zelda, Majora's Mask oder Ocarina of Time oder Wind Waker oder was auch immer, dann werden wir mal sehen, wer da halt schneller durch ist. Und ja, aber das doch, wird noch ein bisschen dauern. Wir brauchen erstmal ein bisschen Stuff und so. Und genießt erstmal das hier. Und Left 4 Dead und anderer Scheiß, der noch kommt. Naja. Ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Nee, wenn du im Gefängnis bist. So. Ja. Natürlich beachtet keiner den Affen im Gefängnis und sieht dabei mich. Guck mal, wie geil der König abdanzt da hinten. Schon? Ja, freut sich. Ja. Hoppla. Yeah, yeah, yeah. So eine Art Zoom wäre geil, wenn man so hier machen würde. Also, guck mal, da oben sind. Achso, das sind Löcher ganz normal. So, was sehen wir hier? Taya will uns nichts sagen. Nee. Wer du willst, na ran, sagen wir es mal so. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Nein, Link hat keinen solchen Fallschaden. Lieber Safeway. Da kann man runtergehen, ich wusste nicht, dass man runterklettern kann. Oh, du, wie kommst du hierher? Psst. Wenn sie dich sehen, nehmen sie dich gefangen. Was? Meine Brüder haben dich um Hilfe gebeten? Das ist mir äußerst peinlich. Versuche, das Seil zu zerschneiden. Wir sprechen später weiter. Das hat keinen Sinn. Warte, hast du denn nichts dabei, womit man jede Menge Lärm machen kann? Ein lautes Instrument wäre von großem Nutzen. Wenn du eines hast, zeige es mir. Tja, was für Instrumente hast du denn, die groß sind? Ein Stock. Ein Ocarina. Irgendwie nichts Wertvolles. Vielleicht hätte ich noch... Ja? Gar nichts. Ein bisschen angeschlagen hier. Ja, dann zeig ihr mal. Nicht laut genug anscheinend. Weil ich wahrscheinlich nichts mache. Hoppla, in die Feld. Mit den C-Buttons, genau. Das solltest du vielleicht nicht machen. Nee. Ich glaube, das war Speichern und Zurücksetzen, wa? Nee, das war jetzt langsam, beziehungsweise jetzt wieder Normalzeit. Aber du solltest lieber Nein drücken, denn sonst hast du zu wenig Zeit. Ja. Also, nee, ich überlege. Du brauchst ein lautes Instrument. Ja. Ja. Eine Pfeife ist nicht laut. Also, die Ocarina anscheinend nicht.